You're pretty sure it's you all the time. Yeah, but it's me, then it's Manu, and then it's Abdu. Oh, this is extra point. I'm your driver. I'm nice to have you. Please buckle up. Put your seatbelts on. Security first. Yes. One point? No. No, not so easy. Not so easy. Also, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur fünften Ausgabe vom BVB Quiztaxi. An dieser Stelle auch schönen Gruß nochmal an Nobby. Und weil wir das fünfte Mal haben und somit quasi ein Jubiläum, darf ich euch nochmal eine neue Rubrik vorstellen. Und zwar spielen wir ein bisschen Bullshit-Bingo. Immer wenn ich diese Worte sage, die deutschen Worte für euch, müsst ihr rufen Derby-Sieger. Und zwar ganz laut und schnell und kriegt dafür einen Zusatzpunkt. Pass auf, dass du deine Schnürsenkel zumachst. Derby-Sieger! Ah. Derby-Sieger. 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 Die Frage ist, wer von euch beiden hat auf 90 Minuten gerechnet, mehr Kilometer abgewetzt? Marco oder was, Mario? I run a lot in the 60 minutes and then I'm done. Me. It's only you two. You think you? Ich. Oh, da seid ihr ja. Ihr studiert wahrscheinlich ständig eure Statistiken. Du? Wenn du schon die Frage stellst, ich würde es einfach mal machen. Ich würde es auch sagen. Ja. Jacob. Ja. Jacob? Wir tragen Mario ein. Ihr tragt Mario ein? Das ist sogar korrekt. Das hätte ich nicht gefragt, Alter. Es ist korrekt, Mario. Ja, du bist auf 90 Minuten gesehen 12,27 Kilometer unterwegs. Korrekt. Erster oder zweiter Punkt in dem Fall. 11,28 sind immer noch 0,5 Kilometer mehr, als ich in meinen besten Zeiten hatte. Insofern. Witzel is right. And it's 11,55 kilometers per game. Jalo, I'm defender. And that's wrong. Wrong answer. It's gonna be you, Jaden. 11,44 kilometers. Ja, ich muss mal weniger laufen, ich merke das schon. Wieder Hinrunde der Bundesliga. Wer von euch beiden ist denn genauer? Hat die bessere Passquote? It's me. How many percent? you're pretty sure it's you all the time. Yeah, but it's me, then it's Manu, and then it's Abdu. Oh, this is extra point. Okay. Extra point, for sure. I'm trying to think. Du, doch, 100%, doch, safe. 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 Und ich mach mir halt besser. Ich habe schon viele Fehlpässe dabei, ja, weiß ich schon. Schmelle. Schmelle? So, so langsam wäre es mal Zeit für eine Antwort, sonst sind wir gleich da. Wir tragen Mario ein. Take Jaden? Yeah, yeah. That's correct. 85,3%, which is kind of high. Auch nicht, Alter, wirklich. Antwort ist korrekt, Schmelle. 86,3%, aber knappes Höschen, weil genau 86% wäre Pichu. It is the right answer. It's you. That's correct. But let me just turn a little bit. You have 94,9%. Ja, und schon wieder habt ihr recht. Ist tatsächlich ja. Mario. Ist ja. Wie schon gesagt. 84,4% Mario. Ich glaube, das ist für einen Offensivspieler das meine ich, richtig ja. gut. Bro, du hast immer Quass. Das ist ja, immer Passqualität. Viel schlechter bist du auch nicht. 83%. Ah, aber es war trotzdem knapp. Und jetzt geht's um Geschwindigkeit. Ihr seid ja beide eher vom alten Eisen, aber ab und zu kriegt ihr es ja noch mal hin, richtig zu flitzen. Wer von euch beiden hatte den schnelleren Sprint? Der Marco war schneller. Marco war schneller? Ja. Ich will diese Frage schon wieder. Jetzt hab du. For sure. It's me. The fastest one. For sure? Please. I sprinted only 5 times in the game. Ich hab schon. Ja? Hm. Vladi. Vladi? Yeah, that's why they call you the little boat, huh? You, yeah, you just Shalom. Steady. You know Shalom? Yeah, Shalom. I think it's me, to be honest. But I know you want it to be you, but ja, I'm ich glaube sicher, Digga. Meinst du? Ich bin vielleicht auf 32, es könnte natürlich auch so sein, dass sie diese Fragen stellen, weil ihr denkt, es ist eine klare Angelegenheit. Und dabei ist es gar nicht. Ja, aber die ist klar, glaube ich. Pichu, sorry. Also, okay, Pichu. Das ist eine gute Antwort, aber leider falsch. Denn Schmelle, du warst also mit 34,10, also das sind die Daten. 34. Ja, 34. Habe ich dir gefragt? Du hast 35 gefragt. Nein, 34 habe ich gefragt. Alter, sag doch 34. Du hast doch 35 gefragt. Nein, 4. Wie ein altes Ehepaar. Doch, glaub mir. Ja? Ja, Marco. Wir sagen Marco. Ihr sagt Marco?
Dann haben wir das eingeloggt und natürlich wollte ich fast sagen, hätten wahrscheinlich alle vermutet, ist es so, Marco, mit 33,31 km/h warst du ein bisschen schneller. Und wenn ich ein bisschen sage, meine ich auch ein bisschen. Jacob. That's wrong. It's up to Jallo with 33.79. And Witzel is 31.4. For nut sprinting, that's pretty fast. Sorry. Oh nein, bloody Alter, du hast. Ich habe 35 verstanden. At least measured, it was Jaden in the first half of the season with 34.56. Yeah? And Jakob, you really close. Also 34,10 Schnelle, dein schnellster. 33,96 wäre Pischer schnellster. Aber die Statistik nehme ich gerne mit.